Ich würde wirklich gern wissen, ob du das, ob du nochmal Teams machen würdest. Stand jetzt aus dem Bauch raus. So, okay, Leute. Lang drumrum geschnackt. Wir gehen rein. Seven vs. Wild Teams, die letzten Projekte, Folge 15. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, es war uns eine ja Ehre. Weiter. Ach so, ja, stimmt. Wir erinnern uns zurück, Gelb. Code Yellow, mein Magen Abbruch ist, also wegen Brackwasser. Voll an. Ey, die Blaubeeren, so geil geschmeckt. Ja. Oh Gott. Boah, es ist geil. Und ich melde mich irgendwann wieder in dieser Show, meine Angel gebaut ist. Super. Ausgesetzt in der Wildnis von Kanada kämpfen 7 Zweierteams 14 Tage ums Überleben. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche Natur behaupten. Jawohl! Zusammenhalt und gemeinsam getroffene Entscheidungen bestimmen über Sieg oder Niederlage. Pass auf, pass auf! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt und nur ein Ziel. 14 Tage überleben. Willenskraft! Wie Wolf. Wie Wolf! Du kannst dich nicht bewegen. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen zurück, dann ja, war's das. Dann ist vorbei. Alter, ich bin gerade psychisch das erste Mal so richtig, boah. Das ist eine Scheiße. Das ist die krankste Scheiße, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Bis heute nicht ganz so gut drauf. Ich bin top drauf. Mir geht's gut. Ich bin top drauf. Mental knallt's gerade, ey. Das ist richtig geil, der Spot. Ja. Hast du noch Bock auf die Reactions auf alle Folgen? Kommt eher so rüber, als machst du es halt, damit wir Zuschauer happy sind. Dadurch, dass es jetzt mehrere geschrieben haben, du, ich bin da ganz offen und ehrlich, ich glaube, ich würde mir die Folgen jetzt, und das ist gar nicht böse gemeint, das soll auch gar kein falsches Ding rüberkommen, aber ich würde sie mir wahrscheinlich nicht reinziehen. Ich weiß nicht warum, ich bin irgendwie ein bisschen gesättigt, was das angeht. Ich gucke sie mir trotzdem an, wir sind jetzt bei Folge 15, wir machen das Ding fertig und natürlich sage ich auch hier und da meine Meinung dazu. Aber ja, weiß ich nicht, ich finde es tatsächlich bisschen, mich holt es irgendwie gerade nicht so ab, wisst ihr, wie ich meine? So, ich bin gerade einfach nicht in dem Mut, mir jetzt zum 10. Mal anzugucken, wie halt jemand sich das Wasser abkocht, den 50. Fisch fängt. Das ist ja. Für dich ist das Thema Seven vs. Wild einfach durch. Nein, überhaupt nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Ich möchte auch nicht, dass ihr das falsch versteht. Es geht darum, wir sind jetzt halt in Folge 15. Der Punkt ist, dadurch, dass ich selber Teil des Projektes bin, weiß ich ja viele Sachen schon. Die ganzen großen Dinger, die passieren, wann wer rausfliegt, was alles grob passiert ist, das weiß ich ja alles schon, weil wir ja danach alles schon gequatscht haben. So, das heißt, es geht ja so ein bisschen um die Details, ja. Aber es ist natürlich jetzt auch so, dadurch, dass wir jetzt Richtung Ende dieser Serie sind, sind halt die letzten Folgen auch so ein bisschen so, gut, was passiert halt, ja. Wir legen noch mal 3 Äste auf unser Bett. Wir holen noch mal das Netz raus zum 60. Mal und da ist wieder ein Fisch drin. Also, wisst ihr, wie ich meine? Das ist gar nicht böse gemeint. Aber ich will da ja auch nicht, ich will da ja auch offen und ehrlich mit euch sein. Wie gesagt, wir gucken uns das trotzdem jetzt noch zu Ende an. Alles kein Ding. So, ist jetzt auch nicht, dass ich mich hier übel zwinge, aber ich bin nicht gehypt. So, ich bin nicht gehypt, das kann ich offen und ehrlich zu euch sagen und das merkt ihr auch. Ich bin kein Typ, der sich da verstellt. Sicherlich kommen hier und da, oder ich sag mal so, ne, der Punkt ist auch, die Folgen gehen halt für mich auch super lang. 1 Stunde 5. So, und von dieser 1 Stunde 5, sage ich euch ganz ehrlich, sind so 10 bis 15 Minuten, die ich spannend finde, die mich interessieren, wo ich sage, ah, okay, krass, ah, hier, guck mal da und so. Der Rest ist halt alles so ein bisschen Wiederholung und habe ich in den letzten 14 Folgen schon 100 Mal gesehen. So, wisst ihr, wie ich meine? Ja! Deswegen wäre das der Grund, sage ich euch ganz ehrlich, dass ich aus rein jetzt privater Sicht jetzt wahrscheinlich nicht weiter gucken würde. Aber dadurch, dass wir natürlich im Stream angefangen haben, es sich viele auch wünschen und so weiter, gucken wir das jetzt die paar Folgen auch noch zu Ende. Alles gut. Hey, Bier! Das Bernspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier, Freunde. Das ist gestört, krank hier lang zu gehen. Hilfe! Hey, Bär! Ho, Bär! Boah, ist das rough, ey! Fuck! So eine Scheiße. Das ist so krass, ja. Come on, yeah!
Sorry, dass ich jetzt so viel unterbreche. Man muss halt auch dazu sagen, ich bin natürlich auch ein Typ und ich glaube, die Leute, die mich seit fast 10 Jahren jetzt verfolgen, wissen das auch. Ich bin jemand, ich brauche diese Abwechslung. Ich meine, guckt euch meinen Kanal an, was ich die letzten 10 Jahre gemacht habe. Ich bin kein Bushcraft-Kanal, ich bin kein Lost Place-Kanal, ich bin kein Wanderkanal, ich bin kein Fahrradkanal, sondern ich mache halt irgendwie alles und ich bin ein sprunghafter Typ und ich mache mal hier und dann mal da und dann mache ich plötzlich 3 Jahre lang kein Lost Place, dann mache ich wieder Lost Place, dann mache ich plötzlich wieder ein Bauprojekt, so, weil ich da so ein bisschen wie so ein Eichhörnchen bin, so, wisst ihr, wie ich meine? Und der Punkt ist, meine Aufmerksamkeit bei einer Serie über 16 Folgen zu catchen, ist schon super schwer. Mit dem Gedanken, dass ich den meisten Inhalt ja schon kenne durch die Gespräche. So, wisst ihr, wie ich meine? Als wir uns ja zum Beispiel Survival Squad angeguckt haben, war das was anderes. Das waren nur 10 Folgen, aber das war ja alles neu. Da ist ja hinter jeder Sekunde kannst du denken, okay, was passiert? Was kommt? Keine Ahnung. So, ne? Aber der Hauptpunkt ist, dass ich ja hier super viel weiß. Ich weiß grob den Inhalt, der jetzt kommt, so, ne? Und das, ne? Wir zeigen halt euch Survival. Seven vs. Wild Teams. So, Tag 11. Der Punkt ist, guck mal, es sind jetzt, machen wir uns nichts vor. Man merkt ja auch, dass generell Seven vs. Wild, das ist ja auch schon in Staffel 1 und 2 so gewesen, Richtung Ende hin ja eher ein bisschen zäher wird, weil da jetzt nicht mehr so viel passiert. Die Leute haben alle ihren Shelter, die Leute wissen jetzt, die noch übrig sind, ey, wir schaffen das schon irgendwie, wir sitzen jetzt noch so ein bisschen unsere Zeit ab, so, also wisst ihr, wie ich, es ist doch logisch, das war ja in den letzten Jahren auch so. Das ist auch Teil des Formats, einfach wie das aufgebaut ist. Angeltag ist an dieser Stelle beendet. War natürlich nichts, war aber absehbar. Man muss mal gucken, ob man vielleicht irgendwie Kescher oder was baut, um die Kleinen zu bekommen. Später nochmal die Reuse kontrollieren oder was weiß ich. Meine bessere Hälfte ist wieder am Start. Hallo. Da hinten sammelt sie Beeren. Und ja, meine Angel wieder mitgenommen, werde die im Lager aufstellen und dann vielleicht heute noch ein bisschen einfach im Lager rumbasteln oder so. Mir fällt schon was ein. Ja? Dann geht der Tag auch schon wieder relativ fix rum heute. Geil. Sie sitzt hier einfach so rum und bekommen hier Beeren geschenkt. So lässt sich leben. Ich bin im 2 oder 3. Ja. Ach, alle? Na, einige. alle nicht. Warum denn nicht alle? Alter, oh, wenn man erstmal anfängt. Also da gibt man den kleinen Finger. Ja, wird gleich die ganze Hand genommen. Oh, das ist wie eine Sucht. Nein, wenn man einen nimmt. Ach, die sind so gut. Ah ja, okay, warte, ein paar noch. Bin gleich fertig. So. Oh, alle. Geil. Ein Polo war reingefallen. Oh mein, jetzt hängt hier ein Herz. Ich find's voll schön. Ist das so gewachsen? Hier ist ja die Rinde noch dran. Anna befestigt schon auf der anderen Seite ihr. So. Vielleicht ein bisschen weiter rein. Wie die Mädels einfach da komplett am Dekorieren sind. Mit Tischdeko und Blumenvase und allem. Das ist eine 10 von 10. Voll ja, cool. Niedriger. So ist super. Lol. Schön. Da liegen wir im Bettchen. Elmore Leonard schnappt Shorty. Es ist noch gar nicht spät, aber es ist einfach voll gemütlich. Ich komme mal zu dir. Ja, aber das ist ja ein Punkt auch, klar, die haben jetzt ein bisschen rumdekoriert und was probiert, aber du merkst ja, dass, und das ist überhaupt nicht böse jetzt gegenüber den Teilnehmern gemeint, ne? Wie gesagt, nicht, dass es falsch versteht, aber die Leute haben natürlich so das Ziel vor Augen, die wissen, okay, jetzt ist es nur durchhalten, wir brauchen jetzt nicht mehr viel machen, es ist einfach nur noch aussitzen, also Richtung Ende kommt halt immer diese Aussitzgeschichte, ne? Die dann natürlich contentmäßig so ein bisschen schwach wird. Oh. Und wir grinsen beide die ganze Zeit. So, dann wird sich dann halt bei Helligkeit schon ins Bett gelegt und einfach so weggedöst und rumgewartet und Mittagsschlaf gemacht. Wir liegen so und dann geht's mir so. Aber mir ist arschkalt. Also ich muss ehrlich sagen. Da ist tatsächlich ja der Punkt gewesen, dass wir in Staffel 1 und 2, genau, da hatten wir ja dieses Thema mit den Challenges, wo man zumindest wusste, okay, da ist noch eine Sache, die passiert. So, also da ich finde jetzt Richtung Ende hin, würde ich mir, glaube ich, die Challenges wünschen. Ich finde, am Anfang waren sie eher störend, weil ich denke, ey, die Leute sollen erstmal sich ein Lager aufbauen und ein Bett aufbauen und die Zeit haben. Aber gefühlt so, ab der Hälfte ist das so ein bisschen gekippt. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ab der Hälfte war so der Punkt, wo eigentlich alle ihre Basics
aufgebaut haben. Und dann kam halt nicht mehr so viel. Nicht von den Folgen gesehen, sondern vom Zeitstrahl her gesehen. Und in diesem zweiten Part denke ich mir gerade so, oh, da hätte ich mir jetzt eine Challenge gewünscht. Einfach, damit irgendwie was Neues passiert, damit ein neuer Impuls kommt, damit die irgendwas machen müssen. So, ne? Tag 11. Ich würde von mir behaupten, ich bin gerade ein bisschen am Leiden. Also es ist alles am Zittern. Aber ist auch okay. Ist okay. Darf man auch mal. Darf man auch mal. Darf man auch mal so nach an Tag 11 ein bisschen leiden mal. Ist so kalt, Alter. Bei mir geht's. Aber sind alle am Frieren so ein bisschen, ne? Ich glaube, wir sagen schon gute Nacht, oder? Melden wir uns heute nochmal? Nee. Also wenn nichts mehr passiert, melden wir uns nicht mehr. Ja. Ab zu den nächsten, Leute. Ja. Ihr müsst jetzt mit anderen Content zufriedengestellt werden. Bei uns ist jetzt Sendepause. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Wir können ja mal ein bisschen drauf achten, was jetzt quasi wirklich contentmäßig in der Folge hier passiert. So, als erstes hatten wir jetzt Bärenessen. Freunde, wir haben gerade so eine Stunde hinten an unserem Wasserspot gechillt und wir befinden uns ja schon im Endspurt hier. Und ich kann wirklich über nichts anderes mehr denken und vor allen Dingen reden als Essen, Alter. Und was wir machen, wenn wir hier raus sind. Und dann ist mir gerade wirklich der Obergedanke gekommen. Und ich musste einfach an so meinen Lieblingsburrito denken, Junge. Burrito. Schön so geil dick gerollt, Bohnen drin, Reis drin. Boah. Ja, okay, hätte ich Bock drauf. Ah, so eine bisschen scharfe Salsa. Das hilft gerade gar nicht, Bro. Das hilft so ein paar nicht. Crispy Tortilla Chips. Reese am und dann so ein bisschen Sour Cream und du beißt so in diesen Burrito rein. Oh. Uff. Ja. Digga, dann ist so diese reingebissene Stelle vom Burrito und du siehst so, was drin ist. Und dann nimmst du so einen Schluck von so einem etwas süßen Eistee, der so alles löscht, der den Brand im Mund wieder löscht. Ach, damit Digga, hör jetzt auf! Damit du so ready bist für den nächsten. Ja. Nimm das heimlich auf oder so, ich kann das nicht hören. Ja, heute uns geht's miserabel, aber wir zählen die Tage, ist nicht mehr lang. Ja, der Tag heute ging jetzt so im Nachhinein, Retro-Perspektive, boah, geile Füße. Dankeschön. Mega. Ging der eigentlich relativ schnell vorbei, muss man sagen. Zwei von denen noch und dann ist der große Umzug. Okay, wahrscheinlich werdet ihr heute von uns nichts mehr hören. Sonne geht langsam unter. Und Team Rentner geht natürlich wie immer früh schlafen. Team Rentner. Sagen wir euch jetzt schon mal gute Nacht. Ja, wir sagen euch schon mal gute Nacht, Freunde. Schlaf gut. Tschaußen. Okay, wir haben einmal Bären sammeln und wir haben einen Essenstalk. Und dann hebt er ab und völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raum. Ich kann das alles nicht mehr, Chat. Aber wir haben es bald geschafft. Raumschiff. Völlig schwerelos. Ich hab das Gefühl, jetzt Richtung Ende bin ich in so einer Wiederholungsschleife gefangen. In diesem, wie heißt denn, da gibt's ja diesen Film, wo jeder Tag immer wieder der gleiche ist, so, wo das immer wieder von vorne losgeht. Tschüss. Murmeltier? Inception? Nee, wie heißt denn das? Täglich grüßt das Murmeltier. Ja, das kann sein. Und guck mal, selbst diese Aufnahme ist immer das gleiche mit diesem roten Ding hier hinten. Jetzt switcht es gleich zu Tag. Oder bin ich blöd? Zack und blau. Es ist immer die gleiche Aufnahme. Es ist 1:1 dieses Stern-Timelapse seit 15 Folgen. Bin ich deppert oder was? Ich kann das nicht mehr, Chat. Das fand ich schön gerade. Einen wunderschönen guten Morgen. Es geht weiter. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Die Gürtel werden wieder enger geschnallt. Ja, ganz klar, so wie jeden Morgen. Wieder um ein Stückchen enger. Bei mir ist jetzt schon echt verdammt ein Vielfaches mehr, wenn man sich das anschaut. Na, ist ja was. Und heute steht am Plan, den größten Fisch, die Angel zu bauen und den größten Fisch rauszuholen, den größten Lachs, den ihr jemals gesehen habt. Ey. Und natürlich auch hier, ich will unbedingt den Fischcount erhöhen. Mega wäre natürlich 50 Fische zu fangen. Ey, 39, 11. 50 Fische, Alter. Jetzt schon mit Abstand die krasseste. Ist auf jeden Fall noch Ziel. In den letzten drei Nächten. 11, dass wir auf 50 kommen, wäre geil. Naja, wäre schon krass. Guckt euch diesen Bart an. What the fuck, dein Bart, Sascha. Auch hier unten, krass. Zieh runter, zieh durch jetzt. Jetzt zieh durch. Ex, 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 ex. Ja! Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit. Kann ich Code Yellow drücken, Chat? Ich muss Code Yellow, es geht nicht mehr. Prosit der Gemütlichkeit. Beste Grüße ans Gardefest in die Heimat, jawohl. Prost, ihr Säcke. Prost, du Sack. Und gehen wir auf unser Fischchenprojekt weiter. Ja, jetzt brauchen wir gleich Angel. Jetzt noch Frühstück. Du gehst keschern. Ich geh keschern. 11 Fische ist noch Ziel, auf jeden Fall. 50 Fische müssen wir schaffen, Alter. Ja. Das wäre schon krass, 50 Fische. Ich bin auch so gespannt, ob die anderen Fische gefangen haben. Dass man sich danach ein bisschen messen kann. Und da sagen kann, hey, Joey, how much you catched it?
Na? You have the Bix? Zero. Not. Weil der hat ja auch nur Köder mitgenommen für große Haken. Mein Therapeut glaubt mir das alles nicht mehr, auch stark. Große Haken. Mhm. Und wie schwierig das ist, hier wirklich einen großen Fisch zu fangen. Macht der Fischcount nicht Knossi und Sascha zu den Survival Kings der Staffel? Ich würde sagen, wenn man, na, das ist eine gute Frage, aber wenn man Stand jetzt mal alle Faktoren so zusammenrechnet, die irgendwie wichtig sind, würde ich sagen, dass Knossi und Sascha definitiv auf jeden Fall Nummer 1 sind. Hanna und Affe waren stärker? Auf keinen Fall. Würde ich nicht sagen. Also ich muss sagen, dass der, meiner Meinung nach, der Shelter von Knossi und Sascha halt rundum auf jeden Fall deutlich mehr Schutz bietet. Ja, die Mädels haben da eine Plane oben gespannt, aber schutztechnisch, so wirklich rundum, auch seitlich mit Wind und allem drum und dran, finde ich, so ist der Shelter, also die Mädels haben ja keinen Shelter, die haben einfach nur ein Dach aufgespannt. Aber einen Shelter haben die nicht. So, Sascha und Knossi haben ganz klar einen Shelter. Die haben deutlich mehr Nahrung, die haben gefühlt jeden Tag auch Nahrung. Die haben hier eine ganze Flasche voll mit Bären, die haben 38 Fische oder 39 Fische gefangen. Es beide Teams haben gleichmäßig gute Laune, ein positives Mindset. Also klar, ohne Frage, die Mädels auch super stark, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn es darum geht, jetzt ein Team rauszusuchen, die es auf allen Ebenen am besten gemeistert haben, ganz klar, Knossi und Sascha. Ganz klar. Ich habe so das Gefühl, auch hinten, da wo unser Netz liegt, wir haben alles abgeerntet. Was man dazu sagen muss, und es geht jetzt nicht darum, irgendwie diese Leistung zu schmälern, versteht es bitte nicht falsch, aber was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist das Thema des Spots. Ne? Das heißt nicht, dass ich jetzt an diesem Spot genauso oder besser performt hätte oder einen Trimix und Romata oder sowas. Das ist alles jetzt, das ist ins Blaue reingeredet, ne? Oder wie zum Beispiel Knossi und Sascha an Trimax-Spot sich geschlagen hätten. Ich würde aber schon sagen, dass der Spot auch eine gewisse Rolle spielt bei dieser ganzen Sache. Und was ich eigentlich ganz interessant finde, oh, das ist echt gerade eine ganz spannende Sache, aber ich weiß, dass das die Hälfte schon wieder völlig den falschen Hals kriegt, aber Knossi und Saschas und Affe und Hannas Spot sind ziemlich ähnlich, so von einer, ne? Beide so ein bisschen tiefer drin, beide ein bisschen geschützter, beide irgendwie da hinten mit so ein bisschen, hat nichts zu heißen, wie gesagt, aber ich glaube, wovon ich fest überzeugt bin, dass die Performance anders gewesen wäre, wenn sie an einem anderen Spot, zum Beispiel bei den Naturensöhnen gewesen wären oder sowas, oder bei dem Spot von Jan und Joey und so. Wirklich? Keine Luftblasen mehr. Es sind keine Luftblasen mehr da. Aber um das nochmal abschließend zu sagen, von dem, was wir gesehen haben bis jetzt, Knoss und Sascha haben die beste Performance abgeliefert, was generell die Survival-Skills mit Shelterbau, Feuer, Wasser, Nahrung und so weiter angeht. Wie ist da letzte Woche schon? Letzte Woche habe ich so gefilmt, die Luftblasen und sowas. Ist nichts mehr da. Also, wir melden uns später. Von uns, bärige Grüße. Bärige Grüße. Lull. Hello. Guten Morgen. Tag 12? Alter, Tag 12 schon. Endlich. Es ist so krass. Tag 12 ist einfach schon wieder das Ende. Das ist echt crazy. Boah, ich habe eine Geschichte von der Nacht, ne? Erzähl. Also ich hatte so krank Hunger, das kann man sich nicht vorstellen, dass ich die ganze Zeit, ich bin aufgewacht. Dass ich einfach meinen Snickers aus der Tasche geholt habe und dann habe ich das gegessen. Nachos geträumt, nicht so. Hast du gestern schon erzählt? Ja, es ist einfach krank. Und dann, mitten in der Nacht, war ich auf, weil ich denke, irgendeiner hält Döner an meine Nase. Und weißt du, was das war? Mein eigener Schweißgeruch, Alter. Naja, wenn der nach Döner riecht, ist ja geil. Ich sag's euch, bei mir ist ganz anders. Also ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, mein Körper hat Hungergefühl ausgestellt. Wirklich, ich habe keinen Hunger. Aber Alter, ich habe so Durst die ganze Zeit. Und ich sag's euch, es ist so anstrengend, aus diesem Filter rauszusaugen oder Wasser abzukochen. Und ihr wisst gar nicht, was das für ein... Kommt demnächst wieder ein neues Video von dir, worauf wir uns freuen können, auf dem Hauptkanal. Das ist tatsächlich gerade so ein bisschen eine Schwebe, weil ich eigentlich jetzt für nächste Woche ein geiles, komplettes Projekt über 5-6 Tage geplant habe, aber ich noch nicht weiß, ob ich das antreten kann wegen meinem Knie. Tatsächlich. Das ist so ein bisschen das Ding. Da bin ich gerade ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das mache oder nicht.
Luxus ist, dass wir bei uns zu Hause in Deutschland und Österreich einfach an den Wasser haben. Aber wenn es dazu kommen sollte und ich das Projekt mache und auch erfolgreich abschließe, dann gibt es quasi nicht nur ein Video, sondern dann gibt es auf jeden Fall eine kleine Videoserie. Angehen können, das Wasser aufdrehen können und uns da einfach ein Glas Wasser füllen können. Oh, das war jetzt auch wieder genug gelabert. Ja, vor allen Dingen, wir heulen nur rum, oder? Aber wir heulen gar nicht, wir sagen einfach, wie wertschätzend Wasser ist. Ja. Und jetzt sammeln wir Bärchen. Oh, aber ganz viele. Dann machen wir ein Feuerchen. Ja. Und dann machen wir so einen warmen Bärentee, Smoothie, irgendwas, Mischmasch, bla bla. Marmelade. Und ein paar Schnecken. Ich bin so much in der Birne, ne? Dass ich einfach gerade dachte, ich habe eine Kartoffel gefunden. Weiß Fritz, dass er gerade in seiner Podcast-Stimme spricht? Ist das so? Was ist denn, wie ist meine Podcast-Stimme? Weil ich so ein bisschen ruhiger und langsamer und bedachter spreche? Guckt euch das an, warte. Und weil ich sehr nah an meinem Mikrofon bin vielleicht. Seht ihr das? Oh, was ist das? Sieht doch original aus wie eine Kartoffel, oder nicht? Mhm. Ich glaube, der wenn wir am 15. Tag abgeholt werden, ist, glaube ich, einer der geilsten Tage meines Lebens. Ich habe hier jetzt null das Gefühl, irgendwie so emotional zu sein, loszuheulen, ich kann das nicht ab oder so. Gar nicht. Aber ich glaube, ich werde losheulen, wenn ich irgendwie Essen bekomme. Ey, scheiße. Es ist krass. Also ich merke, dass mein Lauchkörper, ich könnte jetzt auch mal ein bisschen mehr fangen. So, das sind meine Bärenausbeute. Nicht ganz so viel, aber besser als nichts. Jetzt Feuerholz machen. Ich mach einfach hier so ein bisschen nebenbei Q&A, wenn das okay ist, ne? Ergibt gar keinen Sinn, ne? Ich weiß. Eigentlich voll dumm. Ich gucke mir gerade Samuel seit Folge 15 an und mache einfach so Q&A nebenbei über den Chat. Die Videos aus Mauretanien, wo wir die eine kleine Sahara, also wo wir eine Tour in der Sahara mit Kamel bzw. Dromedaren gemacht haben, die kommt auch noch, klar. Aber das generell diese ganzen Sachen, die von Discovery waren, die kommen alle nach und nach. Zwei von sechs sind ja auch schon draußen, aber ich klopp die jetzt halt nicht einfach alle so raus, sondern die kommen halt ein bisschen verteilt. Da sind immer so, ne, immer ein bisschen Abstand dazwischen. Wenn wir jeden Tag dabei wieder Schnecken zu schneiden und zuzubereiten und Hannah ist ganz fleißig dabei, langsam jetzt die Beeren zu zermalmen. Und oh, das sieht so geil aus. Mm. Oh, wie einen Saft. Alter Leute, einen Saft an Tag 12. Einfach mal einen Saft, Alter, was ist denn los? Das läuft mir alles im Mund zusammen, sieht das lecker aus. Einen kleinen Saft. Ich gerade so, warte, Hannah, das ist immer ein geiles Gesicht, ich spuck die wieder aus und klappe in die zweite. Oh, ich liebe das Gesicht, wenn sie Schnecken isst. Einfach runterschlucken, oder? Theoretisch, wenn du jetzt so Schnecken isst und du das eklig findest, von der Größe her, du kannst sie doch einfach runterschlucken. Und dann kommen die auch in den Magen, Magensäure zersetzt die und fertig. Oder? Ist das überhaupt notwendig? Hat das so einen Vorteil, wenn du jetzt diese Schnecken noch ewig da klein zerkaust? Oder ist das irgendwie so eine Geschichte, dass die mit Speichel zusammen irgendwie reagieren müssen, damit da irgendwelche Makronährstoffe freigesetzt werden? Also, das ist aber schon besser. Aber das Gesicht versieht mir immer den Tag. Ist auch gefühlt das einzige Mal, wenn ich schlechte Laune Hannah vor mir habe. So, ich gönne mir die anderen Schnecken. Richtig geil geröstet. Und guckt euch mal, sieht man das da hinten? Die Farbe von unserem Saft an. Ja, wo die Mädels essen halt auch immer diese Schnecken, ne? Aber die Jungs haben halt immer diese Fische. Ja, schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen. Holy shit, das wird ein geiler Tag, oder? Mädels hatten die Krabbe. Freunde, heute ist das übrigens so ein bisschen am Nieseln. Man sieht es wahrscheinlich gar nicht auf der Kamera, hört es nicht. Man fühlt es ganz leicht. Und ich finde, so ein Tarp. Ja, aber ich würde Sascha und Knossi in Mühe weiter vorne sehen. Geil. Kennt ihr das auch, wenn man so im Zelt liegt und dann fällt dieser Regen? Ich würde wirklich gerne wissen, ob du nochmal Teams machen würdest. Stand jetzt aus dem Bauch raus, nee. Ich glaube, aus dem Bauch raus stand jetzt, würde ich es, glaube ich, nicht nochmal machen wollen, wenn ich es mir aussuchen kann. Aber ich bin halt auch in vielen Dingen eher so der Einzelgänger-Typ irgendwie, habe ich auch das Gefühl. Ich bin auch nicht unbedingt so teamfähig, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das geht schon, es kommt auf die Situation drauf an, aber ich würde mich jetzt nicht als übelsten Teamplayer dahinstellen. Da kann ich auch offen und ehrlich sein. Dann nie so da drauf, ey, ich kann mir sowas so gut einschlafen. Ne? Und das ist übrigens das Highlight meines Tages. Hanna kontrolliert gerade die Wildtierkamera und dann kann ich mir immer die Flasche sneaken. Und ich habe jetzt mein Tuch drum gemacht und dann schiebe ich mir die unten rein und dann wird richtig schön die Wärme genossen. Es ist so geil. Schiebe ich mir die unten rein. Alter, meine Sprachwahl. Kann das alles nicht mehr. Ich merk's. Okay, warte. Ah, guck grad, was hat dieselbe Farbe wie meine Mütze und mein Buff. Ich dachte, jetzt sagst du was anderes.
Also wenn deine Regelblutung so pink ist. Das ist doch rot. Das ist. Leute, das ist doch rot. Das ist violett und nicht rot wie Blut. Ja, okay, vielleicht ein bisschen anders. Aber ich finde, ja. Geil. Ja. Könnte noch intensiver sein, aber wir wollen uns ja nicht beschweren. Ist auf jeden Fall ein Geschmack. Und es ist warm. Oh. Boah, ist das heiß. Oh, wirklich? Das ist warm? Komisch. Ist ja auch außen warm. Boah, tut das gut. Aber ist lecker. Boah, Fritz hat sogar den schieb ich mir unten rein Spruch ignoriert. Fokus. Den habe ich schon mitbekommen und sie hat auch gesagt, dass sich das warme Ding unten reinschiebt. Aber ich bin ja mittlerweile erwachsen geworden und deswegen reagiere ich natürlich auf sowas nicht mehr. Ist ja ganz klar. Aber der Chat erwartet sowas natürlich eigentlich, dass ich auf so eine Sprüche natürlich abfahre und voll nochmal reingehe. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Oh, der Moment, wenn das so heiß ist, aber man so durstig vielleicht ist und das so ein bisschen langsamer. Ich nehm's dir weg. Manu. Echt, wie ein kleines Kind. Wir melden uns, falls es was Neues gibt. Ja. Heute wird es aber nicht viel Neues geben. Oh, nee, ich will meinen Bogen weiterbauen. Ja. Wir hören uns. Was zum Beispiel auch ein Punkt ist, ne, dass man dadurch, dass ja jetzt auch Max und Romatra auch nochmal draußen sind, hast du jetzt auch nur noch drei Teams drin. Ne? Ist wie in Staffel 1 bei mir, Martin und Christian, dass du ja auch jetzt nur noch drei Teams hast, wo du so durchspringen kannst, die Folgen ja aber trotzdem immer noch so lang sind. So, Freunde, bei uns ist inzwischen der späte Nachmittag schon. Wir haben heute gar nichts geschafft eigentlich, aber war auch so geplant, weil guckt euch das Wetter an. Also es zieht wirklich nicht auf seit zwei Tagen und vor allen Dingen mir, bei Dominik geht's anscheinend, aber gerade bei mir, Digga, egal was ich anhab und so, egal, selbst im Schlafsack, der ja übel warm sein müsste, ist mir richtig kalt. Deswegen bin ich auch inzwischen in Vollmondtour hier immer unterwegs. Das ist so krass. Wir haben voll oft an Tag 3, 4 darüber gesprochen, wie sich das wohl anfühlt, wenn man an Tag 12 ist oder so. Und dann meint man immer so, yo, das ist safe übelst geil und die Zeit rennt dann und so, weil man dann weiß, okay, es ist fast... Es ist übel beschissen und die Zeit Richtung Ende zieht sich so dermaßen. Auch wenn du das Ziel vor Augen hast und du innerlich schon positiv gestimmt bist, weil du weißt, du bist auf die Zielgeraden, die Zeit vergeht nicht. Ist vorbei und ich habe fast das Gefühl, es ist das Gegenteil. Also wirklich, heute ist, ja. Alter, heute geht die Zeit gar nicht vorbei. Ja. Ich will nicht sagen, ich habe es mir einfacher vorgestellt, aber ich habe mir vor allen Dingen nicht vorgestellt, dass es so ein Problem wird, die Zeit totzuschlagen. Ich habe wirklich, also da kriegt so krasses ADHS bei mir. Was meint ihr, warum ich teilweise nachts irgendwie da am Baum stand und unendlich viele Seile geknüppert habe. Einfach damit mein Kopf irgendwas zu tun hat. Und will die ganze Zeit irgendwas machen. Also in Staffel 2. Aber die Energie, was zu machen. Ja. Und dann sitzt du einfach da und guckst. Genau, das ist dann auch der Punkt. Du willst was machen, aber kannst es nicht, weil du keine Energie mehr hast. Ich ziehe Uhr an. Fühl zu 100%. Und die sind ja länger drin. Noto, das ist für mich die krasseste Challenge. Also man denkt vielleicht Essen, man denkt vielleicht Trinken, man denkt vielleicht Kontakt irgendwie sozial. Das Krasseste ist einfach, die Zeit rumzumachen. Heilige Scheiße. Und jetzt müsst ihr aber überlegen, die sind noch zu zweit. Die können sich noch unterhalten, abstimmen, irgendwas machen. Also ich glaube, diese Staffel in alleine mit 14 Tagen, leco mio, das wäre eine ganz andere Nummer gewesen. Mit so, Isolation. Wir haben es euch gestern ja schon ein bisschen angeteasert. Nach 12 Tagen, es bilden sich gewisse Feuchtgebiete, gewisse Biotope am Körper. Was? Und da möchte ich heute mal ran an die Bekämpfung. Leider sieht der Himmel immer noch so aus. Es ist schweinekalt. Also was heißt, es geht. Aber es ist nicht auf jeden Fall zum Baden. Kevin ist es zu kalt für alles. Der wird... oh Gott, der arme Mann. Was denn für Feuchtgebiete, Alter? Dem ist es zu kalt für alles. Der wird heute gar nichts machen. Aber ist auch okay. Ich rieche auch ehrlich gesagt nicht, dass jetzt deine Eier krass stinken nachts, deswegen ist okay. Willst du mal genauer checken? Nee. Ich rieche halt meine eigenen immer und das macht mich fertig. Genau, der Plan dafür ist, ich habe hier immer noch den Schlauchschal, den wir mitnehmen durften. Den habe ich bis jetzt für nichts benutzt. Den würde ich jetzt einmal in zwei Hälften schneiden. Dann habe ich quasi einmal einen Teil mit Seife und Wasser, um halt die Stellen zu waschen. Und einen Teil halt zum Abtrocknen. Okay, kann losgehen. Okay. Hier ist unser Trockner. Also Dominik wäscht sich jetzt und macht sich fresh. Kevin ist zu kalt dafür, aber hält von weitem eine Kamera drauf. Oder was ist gerade der Plan? Digga, war hier gerade ein Frosch an meinem Fuß, Alter. Was ist das? Also erstmal fangen wir harmlos an mit denen. Ne? Was ist mit der das? Achsel. Was ist das?
Jo, campt jetzt einfach so unterm Shelter mit so dem Camcorder und zoomt so ran und filmt einfach. Er macht einfach den Kameramann. Ja. Mann, ich fühle mich wie so ein Spanner, Bro. Du siehst aus wie jemand, der auf der Venus chillt. Ja. Ist so. Oh. Wart ihr schon mal auf der Venus? Ich war da noch nie. Tatsächlich. Schade eigentlich, ne? Ich glaube, das wäre so ein Ding für mich. Da könnte man eigentlich mal hingucken. Du meinst die Messe? Ja, klar meine ich die Messe und nicht den Planeten, Alter. Was ist los? Mir wird gerade richtig schwindelig, Alter. Das Runter- und Hochbeugen war es gar nicht. So, das schäumt geil. Jetzt erstmal die Armwäscher. Boah, geil. Boah, das riecht so lecker nach so Zitrone. Was gucke ich mir hier gerade an, Alter? Ist das der Content, den ihr euch erhofft habt, Leute? Ja, Mann. Das ist ja. YouTube 2023. Wir sind von Longboard-Tour von Simon Unge hierher gekommen. Ja, ja. Ist halt wirklich so, ne? Ey, wirklich. Man sieht dich ab. Jo, Kevin hockt da einfach an der Seite mit dem Camcorder. Meiner Cam, wie du da drüben sitzt, Bro, ist so eine Frechheit. Alter, wirklich. Dafür hat sich der Camcorder gelohnt. Ja, genau, dafür haben wir den Camcorder gefilmt. Ich fühle mich wie so ein Typ von National Geographic, der wirklich so einen Wildschwein filmt oder so. Ja. Genau, das bist du auch. Eine eklige Wildsau. Okay. Warte, nein, nein, nein. Okay, hier. Okay, so. Du kannst. Digga, Alter. Ich habe halt auch wirklich mir in Vorbereitung auf Sam vs. Wild konsequent wirklich die Sackhaare lange nicht mehr rasiert, so. Ja, stark. Ein paar Wochen. In der Hoffnung, dass wenn mal was rausblitzt, dass es das einfach alles verdeckt. Digga, was ist denn hier los? Hey, Bär. Stell dir vor, jetzt von dem Bär Alter, ich dachte gerade, da ist jemand. Holy shit. Ich zieh jetzt die Hose hoch. Sag, wenn sie oben ist. Also wäre es nicht besser gewesen, sich einmal nass zu machen, einmal einen Jump in diesen Tümpel rein, dann nimmst du dir die Seife, machst den großen Schaum, die große Schaumattacke und dann gehst du wieder rein? Wird noch besser? Ja. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben's. Alter. Ich weiß nicht, ob ich mich besser oder schlechter fühle, aber es ist auf jeden Fall Zitrone. Ja. Naja. Alter. 39 Fische, der Fischcount. Schaffen es Team Knossi und Sascha Huber. Auf noch mehr. Ah, ein bisschen zu langsam. Die waren genau da. Krass. Das Problem ist, ich kann nicht. Ja, aber guck dir das halt auch mal an hier, ey, wie geil das ist. Die stehen hier einfach auf dem Felsen, ruhiges Wasser, klares Wasser, du kannst hier reingucken. Hier sind überall Felsen. Komm. Schneller hochziehen, weil es Netz ja. Widerstand gibt. Ja. Und? Die müssen noch näher sein. Ja. Du musst die Strecke mit einberechnen, die sie wegschwimmen. Ja. Das ja. War klar. Naja. Ja. Jetzt ist der Schwarm ganz da hinten. Ah! Ah! Hier eine Qualle. Oha. Chillt auch gemütlich hier mal im Meer. Naja. Viele Tiere hier. Unglaublich viele Tiere. Und was richtig krass ist, wenn die Flut ist, wie alles wieder komplett anders aussieht, gell? Ja. Was mich auch wundert. Es wundert mich schon seit 2 Wochen, dass die kleinen Fische sich hier drinnen nicht mit der Flut reinversammeln. Es wäre richtig einfach hier. So, und jetzt, das hätte uns das noch gefehlt. Das hätte jetzt noch gefehlt. Das ist er also nochmal. Unser Beach. Da oben. Unser Wachturm. Der Adlerhorst. Das ist er. Die letzten 3 Nächte brechen an. Dann war's das. Ich glaube, in meinem Leben nie wieder so eine ruhige Phase haben. So ruhig. Einfach, aber wirklich mal für die Seele sehr wohltuend. Das habe ich echt mal gebraucht. Wirklich sehr schön, über viele Dinge nachgedacht. Sehr gern. Kann im Leben nur gut tun. So, Freunde, ich habe heute wieder mein Projekt aufgegriffen, was ich ja irgendwie an Tag 2 oder so gestartet habe. Dieser Bogen macht mich fertig, ich sag's euch, wie es ist. Nämlich den Bogenbau. Und es ist eine komplette Katastrophe und der Bogen wäre eine 0 von 10. Aber hey, immerhin habe ich keine Ahnung, ich habe was zu tun, okay? Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen rumschnitzen, Zeitraffer anmachen und euch spielen. Dieser Bogen ergibt so keinen Sinn. In keiner Welt ergibt dieser Bogen irgendeinen Sinn. Alter, mal das wunderbare Endergebnis zeigen. Darf ich vorstellen, Freunde? Der affige Bogen. Niet. Jetzt brauche ich nur noch, keine Ahnung, ein Pfeil. Aber den baue ich, glaube ich, morgen. Ich find's geil. Da
Da, da. Das ist halt ein Stock mit einer Schnur, ne? Da, nink. Ja, bloß gibt's hier nicht viel zum Schießen, ne? Hallo. Na, vor allem, was es zum Schießen nicht gibt, ist ein Bogen. Moin, was geht ab? Vom Abend, von Tag 12. Es ist so crazy. Wir sind halt auch ein bisschen später im Bett als sonst. Alter, so krank. Ach, die sind jetzt schon wieder im Bett? Was ist denn da heute? Ach, Nico. Auch fix vorbei. Dreimal schlafen. Also, es ist so crazy. So heftig. Aber heute sind die Mücken ein bisschen krasser unterwegs, deswegen reimen wir uns jetzt noch ein bisschen mit Cedar ein, weil Cedar ist der Key, um mückenfrei zu bleiben. Genau. Und liegt dann wahrscheinlich auch am Regen vor, dass jetzt wieder die Mücken aktiver sind. Aber das hilft echt mega gut. Was haben wir heute noch gemacht? Ah ja, wir haben heute noch so 1,5 Becher Wasser abgekocht. Ja. Ganz schnell, damit einfach in der Nacht, wenn der große Durst kommt, wir dann ein bisschen was haben. Ist nicht viel, aber einfach so, um den Mund ein bisschen wässrig zu bekommen. Ah ja, ist mehr als gedacht. Ja, gut. Genau. Und ja, Tag 12. Mega geil. Ich muss sagen, jetzt bin ich wieder ein bisschen fitter, aber Alter, heute. Aber seien wir fair, alles, was in Staffel 2 gebaut wurde, waren auch keine Bögen. Ja, würde ich jetzt so nicht sagen. Also die konnten halt schießen, manche wenigstens. Jetzt auch nicht so krass, dass du damit irgendein Tier fängst. Aber da war zumindest eine Grundlogik eines Bogens zu erkennen. Heute in der Früh, nach dem Holzkloppen. Ach, ich war so fertig. Boah, das glaube ich dir. Ich hätte sofort schlafen können. Und es nervt mich immer voll, weil jetzt am Abend bin ich dann immer voll munter und kann einfach nicht schlafen. Und dann liege ich so bis 10 wach. Ich meine, wir können Doppelbogen, die Zeit, ja, Doppelbogen war besser, ey. Schläfst, bin ich halt einfach wach. Und dann wache ich meistens um 6 Uhr schon auf und habe die Augen und offen. Und ich schlafe so bis 11 Uhr durch und sie liegt dann zur Zeit mit wachen Augen da. Wisst ihr, was mich aufregt? So jetzt gerade die letzten, weiß ich nicht, 2-3 Tage, wo man ein bisschen mehr Hunger hat als die letzten Tage, wünsche ich mir so sehr einen Spot, wo man besser fischen kann. Also sei es ein Fluss mit der Lachszeit oder einen See, ja, weil ich auf meiner Reise echt gewünscht. So viel dazulernen und ich fühle mich, also aber ich wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Das ist mein Skill, wisst ihr? Und jetzt ist man hier. Man hat ein bisschen Probleme, an große Fische zu kommen und der Hunger kickt rein. Und man denkt sich so, ach Mann ey, das ist so ärgerlich. Auf der anderen Seite kann man sich null beschweren, weil wir haben so gut Schnecken und wir haben sicherlich so gut Nahrung. Ich weiß nicht, wie es den anderen Teams geht, deswegen will ich mich da gar nicht beschweren. Ich wünschte mir einfach nur so, dass alles, was ich gelernt habe, die dass letzten du das vier zeigen Jahre, könntest. Genau, dass ich das zeigen könnte. Verstehe ich voll. Ich habe jetzt einfach schon zum dritten Mal Reiher gesehen und bin einfach... Ich habe nicht 1,5 Speed. Ich habe eingestellt... auf entspannt 1,25, okay? Das ist, finde ich, noch human. Das kann man sich doch geben. Nicht 1,5. Jedes Mal zu langsam, sie mit dem Camcorder aufzunehmen, den ich natürlich hier griffbereit habe. Aber die fliegen hier so schnell durch die Schneise. Die heißen hier übrigens Blue Heron. Und die sehen ein bisschen aus wie eine Mischung aus Graureiher und Purpurreiher bei uns. Mega schön. Jetzt waren sie gerade zu zweit. Aber die sind so scheu, dass die sofort über alle Berge sind. Voll schade. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht klappt es ja noch. Guckt ihn euch an, da ist der Schöne. Oh, ist der schön. Das ist, glaube ich, ein Blue Heron. Hä, hier, haben wir doch mal eine, war doch, haben wir in der letzten Reaction, haben wir doch gerade das Thema gehabt. Da ist es doch drin. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, aber... Ja, jetzt auch mal ein Feierankopter. Kanadier sagen. Und dann rauf aufs Bratgerät. Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Graureiher und Purpurreiher. Der fängt jetzt hier Fische, ich sag's euch. Mal mit Spiegelung. Wenn der jetzt Fische fängt und ich nicht, dann bin ich aber frustriert. Er hat keinen gefangen. Freunde, es ist noch nicht so dunkel, wie es hier aussehen mag. Aber für die Yay, Nachtsichtfunktion. GoPros ist zu dunkel. Wir müssen noch Elo-Trans machen heute. Wir haben es uns bis zum Schluss aufgehoben. Digga, das ist so krass, ne? Um noch einen guten Geschmack im Mund zu haben. Das ist so krass. Ich weiß noch, wie Dominik das erste Mal geweint hat. Stimmt. Wegen Elotrans. Stimmt. Und das war das erste Pack von 4. Und jetzt knallen wir uns das letzte Pack von 4 rein. Ja, ist geil. Ist das krank. Ja, muss man ganz klar sagen, auf jeden Fall eines der besseren Items, die wir dabei hatten. Hätten wir lieber noch ein paar mehr so Geschmacks. Stell dir vor, wir hätten noch so Flavor Drop Himbeer, Flavor Drop Cola, Flavor Drop Fanta. Ach du Scheiße, Bruder. Ja. Dann hätte mich ja komplett hier. Also wir hatten, also aber das konnte man halt nicht wissen. Wir hatten viele Sachen dabei, die echt irgendwie so ein bisschen sich rausgestellt haben als so ultra sinnlos. Zum Beispiel das Angelset, muss man leider sagen. Finde ich mega schade. Das ist halt unter den... Ja, das kannst du halt vorher nicht wissen. Du kennst ja den Spot nicht, ne? Umständen für diesen Spot. Ja. Weißt du, ich meine? Ja, also natürlich, wir mussten das mitnehmen. Aber, ja, trotzdem. Oh! Das Elotrans will weg. Das flüssige Gold. Das will weg. Ein letztes Mal, Freunde.
dass das allerletzte Elotrans, was wir uns reinknallen. Ja. Eine Ära geht zu Ende. Zum Glück. Zum Wohle. Wow. Zum Wohle. Zum Wohle, zum Trotze, vier Finger in die Fahrradkette. Wie geht's dir gerade? Ich weiß nicht, gemischt. So vercrackt, wie er die Tüte ablutscht. Ja. Eine Seite weiß ich, dass es fast vorbei ist. Witzig. Und ich meine, es ist wirklich nicht mehr viel. Also wir rechnen ja immer nur bis zum 13. Tag sozusagen. Also morgen noch den kompletten Tag und dann ist der Umzug. Also quasi 24 Stunden noch und dann ist der Umzug. Nee. Also technisch gesehen, wir haben so viel schon gemacht, 12 Tage jetzt hinter uns. Sind wir jetzt diese Zeit kriegen wir jetzt auch noch rum. Auf der anderen Seite fühlt sich's jetzt dadurch irgendwie so noch mal irgendwie länger an alles. Ich weiß nicht, je näher wir rankommen, desto mehr denke ich so, Bruder, bitte lass es enden. Oh mein Gott. Ja. Wie fühlst du dich? Sag deine Gefühlslage noch mal. Wie ist die Lage? Also, das ist schwer zu sagen, Mann. Ich würde sagen, sehr ähnlich wie du. Man weiß, es neigt sich stark dem Ende zu. Jetzt haben wir bald also der Tag heute ist eigentlich vorbei, da müssen wir noch irgendwie die Nacht überleben. Dann ist der 13. Tag, wenn wir den irgendwie rumkriegen, dann ist schon der Umzug, der große Umzug. Und ich rechne halt immer so, wenn wir diesen Umzug geschafft haben, der wird auf jeden Fall nochmal richtig scheiße, für mich auf jeden Fall. Aber wenn wir den irgendwie geschafft haben, dann sitzen wir einfach nur noch am Meer und warten, bis das Boot kommt. So, deswegen, darauf freue ich mich. Es gibt aber halt immer wieder Momente am Tag, wo man sitzt und so denkt, Bro, das sind jetzt erst 5 Minuten gewesen. Ja. Allerdings habe ich eine super Kraft, die Kevin nicht hat leider. Ich kann einfach gut einfach nichts machen. Also ich kann mich einfach in unser Shelter reinlegen und einfach die Decke angucken und über irgendwas nachdenken und dann entweder schlafe ich ein oder es ist dann trotzdem so eine halbe Stunde. Das kann ich halt nicht, ne? Das ist mein Problem. Das kriege ich nicht hin. Da bin ich wahrscheinlich dann so ADHS-mäßig wie Kevin, so da drehe ich durch. So Horror. Ich brauche die ganze Zeit irgendwas, was ich machen kann, was ich mir angucken kann, irgendeine Beschallung, irgendeine Aufgabe. Ja. Rum oder so. Man merkt auf jeden Fall bei dir, dass du so sehr so. Ja. Ja, du kannst halt nicht einfach so lange, einfach so still. Nee. Ja, still bleiben. Ich muss dann halt immer irgendwas machen oder so. Aber also ich kann auch so in meinen Gedanken und über Dinge nachdenken, aber Bro, nach 12 Tagen ist auch einfach dann mal irgendwann einfach mal vorbei. Man denkt halt über alles dann jetzt zum 13. Mal nach. So ja. Gefühl, ne? Das stimmt schon. Es wird dieser Tag kommen, wo wir da abgeholt werden. Und alles, was ich tun muss, ist irgendwie schaffen, bis dahin am Leben zu bleiben. Ja. Und das schaffen wir. Keine Ahnung, ich weiß das alles, aber richtig Bock habe ich gerade nicht, ey. Nee, Bock habe ich auch nicht. Aber den Bock habe ich, also, wenn man ehrlich ist, sag Tag 2 oder so. Den Bock hat man schon irgendwie am Anfang verloren. Ja. Weil jetzt ist es halt gerade so gefühlt, so dieses einfach, man sitzt was aus, man wartet. Aber ich meine, das ist halt, I guess, auch eine Art von Survival. Dass halt die Sachen nicht halt dann kommen, wenn du die halt brauchst oder wann du halt willst, sondern die Sachen kommen dann, wann die kommen. Und du beugst dich halt der Geschichte und machst halt mit. Ja, ja. Aber das läutet das Ende ein von diesem fantastischen Tag 12 irgendwie. Zum Glück. Ne? Es ist schon echt dunkel. Wir müssen auch echt gleich zurück, dass wir nicht uns irgendwie auf dem Weg noch umknicken oder so. Dann versuchen wir mal eine bessere Nacht zu haben. Ihr werdet es ja morgen dann erfahren, wie die Nacht so war. Aber so eine Stand-Time-Lapse hier, die hatten wir aber auch lang nicht mehr. Knallt aber jetzt die Sonne an Tag 13. Guten Morgen! Die Sonne scheint. Ich habe auch das Gefühl, es ist immer diese eine Szene, wie die beide nebeneinander im Bett sitzen und die Kamera so vorhalten. Nein! Aber richtig doll. Oh, heute ist ein richtig geiler Tag. Ja. Das macht so Laune, wenn man aufwacht und einfach blauer Himmel ist. Oh, so geil. Das ist richtig schön, Leute. Ich habe in meinem Leben noch nie Drogen genommen, aber gerade fühle ich mich, als wäre ich auf einer Droge. Ich bin so. Ich habe Habt ihr schon mal Drogen genommen, Chat? Richtig Bock. Ey, ich hab Bock, heute nochmal ein neues zu bauen, mein letztes Glück zum Angeln zu probieren. Vielleicht so Minifische gleich zum Frühstück. Ey, safe, Anna. Ich hol uns Minifische. Voll geil. Nee, ich hab irgendwie, also heute habe ich, keine Ahnung, heute ist meine Laune oben. So, meine Mission ist jetzt, dass ich hier 500.000 Löcher reinstecke, damit ich das so richtig... So ziemlich alles. Nein, keine illegalen. Alkohol, sonst nix. Paar zu oft und paar zu viel. Das Leben ist die härteste Droge. Mhm. Geil, dass ich das Wasser sliden lassen kann, nachdem ich Löcher drin habe. Weil ohne Löcher geht das so richtig langsam durchs Wasser. Und wenn ich jetzt viele Löcher drin habe, ist vielleicht der Plan, heute Fische zu essen.
Ich habe so Bock auf Fische. Sie will so einen Kescher damit bauen quasi. Nein, die man einfach im Ganzen essen kann. Da werden wir jetzt eins dran machen und mal gucken, ob das hier ganz gut funktioniert, die Löcher reinzumachen. Oh. Ja. Das funktioniert ja. Boah. Okay, aber jetzt haben wir hier mal wieder ein Bauprojekt. Jetzt passiert mal hier irgendwie was. Warte mal. Meine Arbeit am frühen Morgen ist erledigt. Ich habe jetzt die Reuse gebaut. Ganz viele. Reuse? Aber kann das sein, dass Affe auch alles Reuse nennt irgendwie? Eine kleine Löcher. Ist doch keine Reuse. Multitool. Oh, ich habe gerade Tinnitus. Aber richtig doll. Egal. Und die ist jetzt fertig. Sieht aus wie eine kleine Handtasche, oder? Lalala. Ist voll geil. Ja gut, ich werde damit jetzt mal zum Wasser laufen. Also ein Kescher. Fische fangen. Bin ich gespannt. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Oh nein, die sind alle weg. Ich wollte voll sanft reinsteigen. Oh, hier ist keiner mehr. Ah, es ist dumm. Ja. Ah, es ist dumm gelaufen, Leute. Heute gibt es vielleicht doch keinen Fisch. Ich bleib mir hier so ein bisschen stehen. Die kommen schon wieder, die Fischis. Ah, da sind sie doch, meine lieben Freunde. Ah, komm hierher, bitte. Ja, kommt hierher. Put, put. Ah, jetzt sind voll weit weg. So, Freunde, ich glaube, ich habe die Lösung meiner Probleme gefunden. Und zwar muss ich einmal kurz meinen Lauchkörper hier ins Wasser schwenken und abbauen. Wieder steht und sich einen abfeiert mit dieser Handtasche. Geil, Alter. Feier ich. Ja, darum bin ich besonders gut. Wenn es eine Strecke von mir hat, aber auch so ein bisschen Baywatch-Vibes, ne? Wegen diesem orangen Badeanzug. Dann ist es auf jeden Fall Geduld. Alles verletzen. Jetzt kommt leider die Flut so ein bisschen rein und das Wasser ist so am Reflektieren. Und ich denke die ganze Zeit, jo, da sind Fische, aber hier geht gar nichts ab mehr. Sind alle weg. Ich hätte direkt ins Wasser gehen sollen. Das wäre die Lösung meiner Probleme gewesen. Aber ist eigentlich auch egal, weil Schnecken haben bis jetzt auch funktioniert. Das heißt, es gibt heute einfach wieder Schnecken. Jo, Hannah wird sich freuen. Ich habe mir schon richtig vorgestellt, wie ich diese kleinen Fische fange und dann die auf unseren Speer raufspieße und dann so über dem Feuer drehe. Aber das lassen wir an der Stelle dann mal sein. Heute gibt's Schnecken. Für mich ist der Badeanzug rot. Okay. Hup, hup. Hubschrauber Einsatz, Hub. Wie sehen wir uns? Morgen richtig wild aus. Es ist der vorletzte ganze Tag. Es ist der Donnerstag vor dem Samstag, an dem wir abgeholt werden, Samstagmorgen. Wir bleiben immer noch liegen, wir reden so viel, gell? Ja, aber bald heißt aufstehen, Kaffee machen. Oh. Boah, mich würde mal interessieren, was die da die ganze Zeit reden. Was reden die da noch nach 13 Tagen? Heute ist Kaffeetag. Heute ist Kaffee! Kaffeetag! Und dann ist man raus, Fischcount holen, Angel rauswerfen, Gas geben. Und es scheint so, als würde die Sonne wieder rauskommen heute. Ey, so ein schöner Tag. Boah, wir haben so, ja, super Wetter. Holt uns nicht ab. Ich sag dir gerade, ich habe gerade eben gesagt. Komm, wir bleiben drin. Es ist wirklich nochmal Erholo. Ja, mein Herz. Was geht dir denn? Alter. Oh Mann, ey. Ich den Kopf. Ein Tag morgen noch, das heißt der vorletzte Sonnenuntergang heute, jetzt scheint nochmal die Sonne. Das sind die Gedanken. Heute macht man es alles zum vorletzten Mal. Heute noch und morgen macht man alles zum letzten Mal. Dieses Gefühl ist so krass. Das letzte Mal hier Zähne putzen gehen, das letzte Mal hier Beeren sammeln, keschern, das ganze Drumherum, was dazugehört. Aber ja, jetzt heißt es noch so viel Proteine und Fische sammeln, wie es geht. Was für mich so schön war, ist, man hat so viel über das Leben nachgedacht. Auch über das Leben, wie es gerade so läuft. Und man kommt echt aus einer Hetzjagd in dieses komplett Bremsen. Boom. So, ich kann über alles mal nachdenken, was man eigentlich gerade so macht, was man dieses Jahr gemacht hat. Oft habe ich Situationen im Kopf, dass ich im Flugzeug sitze, so, aber ich weiß gar nicht mehr, wohin ich geflogen bin, wie Hotelzimmer ausgesehen haben, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. So, dass alles, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, extrem viel war. Ja, weil Knossi natürlich aber auch ein Typ ist, wahrscheinlich von allen, die man so kennt, irgendwie die größte oder die meiste Geschwindigkeit hat, was so dieses ganze Zeug und Projekte und ich glaube, der braucht das natürlich auch teilweise. Aber ja, ich habe bei vielen Sachen auch einfach runtergefahren, weil ich gemerkt habe, es ist einfach zu viel. Du musst ja, manche Sachen musst du ja erstmal verarbeiten und auch wieder genießen können und wertschätzen können. Wenn du nur von einem Ding ins nächste knallst, dann hast du ja gar keine Möglichkeit dafür. Das ist mir in diesen 2 Wochen aufgefallen. Ja. Ja, guten Morgen, Alter. Es war die schlimmste Nacht aller Zeiten, also, aber es ist der beste Tag aller Zeiten. Ja, hallo. Ja. Wow, keine einzige Wolke. Also es war wirklich, die Nacht war so unfassbar scheiße kalt. Ich glaube, es war auf jeden Fall die kälteste Nacht. Ich konnte aber trotzdem einigermaßen gut schlafen. Aber am Ende des Tages ist eh alles scheißegal, weil Wetter ist, wie gesagt, unfassbar geil. Und das hier ist der letzte Tag, Freunde, vor dem großen Umzug. Der große Umzug steht an, ja. Ja, Mann.
Wir zählen jetzt nur noch die Minuten, die Stunden. Die Stunden, ja. Nur noch heute und dann morgen ziehen wir an den Strand. Also der Umzug ist so, für mich ist das so, ich freue mich mega, wenn wir das geschafft haben, aber vor dem Umzug an sich, Alter, boah, gar keinen Bock. Wir müssen ja alles mitschleppen. Aber wir schaffen das irgendwie. Kevin sagt immer, wir schaffen das. Ne? Ja. Wir schaffen das. Oh, du bist richtig warm irgendwie, krass. Ey, no joke, mir war die Nacht so kalt, dass ich kurz überlegt habe, ob wir vielleicht kuscheln sollten. Wirklich? Also ich dachte so, was würden wir jetzt machen, wenn es am Strand morgen noch kälter ist, als es diese Nacht schon war? Ja. Dann dachte ich so, ja, müssen wir kuscheln. Aber dann machen wir es. Und dann habe ich überlegt, wer von uns ist der große Löffel, der kleine Löffel oder wie würden wir es machen? Ja, ich bin der Große. Ist doch klar. Okay. So, also heute nach Tag 13 oder an Tag 13 hat man echt... Kommt die Geschwindigkeit mit der Reichweite, Fragezeichen, korreliert's, Fragezeichen? Das verstehe ich leider nicht, was du denn damit meinst. Und was ist dieses korreliert's? Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass auch die Natur uns jetzt irgendwie so hier akzeptiert hat. Das klingt vielleicht voll doof, aber heute in der Früh habe ich zum ersten Mal hier ein Specht klopfen gehört. Man hört andere Tiere, andere Vögel. Die Reiher sind gestern hier 3 Meter neben uns gelandet. Also irgendwie hat man jetzt langsam das Gefühl, dass auch dieser Ort hier sagt, okay, ihr könnt hier bleiben, wir akzeptieren dich hier. Das klingt natürlich total weird, aber irgendwie ist man so angekommen und dann muss man übermorgen schon wieder gehen. Alter, wenn man daran denkt, so dass die Zeit jetzt sich dem Ende neigt, wird man auch schon ein bisschen sentimental irgendwie. Also es kommen einem irgendwie ganz andere Gedanken in den Kopf. Ich denke mir die ganze Zeit, dass das immer noch ein Traum ist und ich morgen einfach aufwach und in meinem Bett lieg und das alles gar nicht passiert ist. Also ich bin einfach so, immer noch so unendlich dankbar, dass ich das erleben darf. Also ich meine, wir sind hier 2 Wochen in Kanada einfach zu zweit auf irgendeiner Insel ganz... Korrelieren ist, wenn Phänomene gehäuft miteinander auftreten, ohne dass das eine das andere begründet. Leute, es ist 22.17 Uhr, ich habe keine Ahnung, was ihr da labert. Ganz alleine. Wir müssen aber hätte ich auch nicht um 13 Uhr. Selbst um Wasser kümmern, wir müssen uns selbst um Essen kümmern. Das ist einfach so krass und ich bin so dankbar, weil ich mir das schon seit Jahren so sehr wünsche, irgend so ein Abenteuer machen zu können, auch seit Seven vs. Wild gibt, da dabei sein zu dürfen. Aber mir fehlen da echt immer wieder die Worte. Das ist so ein krasses Gefühl, das könnte ich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, wie gesagt, dass ich es immer noch nicht ganz glaube. Es ist immer noch so surreal. Und ich glaube, wenn ich es dann auf YouTube sehe, dann denke ich mir, fuck, ich war da echt dabei. Ich war da echt dabei. Ich habe das echt erlebt. Ich bin so unendlich glücklich, dass Affe auf Bike meine Teampartnerin geworden ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut das harmoniert. Das ist echt wie Arsch auf Eimer, so sagt man das, glaube ich, in Deutschland, oder? Und viele hatten ja am Anfang Angst, dass ich vielleicht mit Ann-Kathrins quirliger Art nicht zurechtkomme oder dass ich irgendwann genervt von ihr bin oder keine Ahnung. Aber das ist halt einfach gar nicht so, weil es ist so schön, wenn man irgendwie als erwachsener Mensch sich immer noch über diese kleinsten Kleinigkeiten freut. Es ist so schade, dass wir das als Erwachsene einfach verlieren. Weil als Kind ist es ja auch so, dass wir uns über jeden kleinsten Scheiß abfreuen. Und das hat halt auch Ann-Kathrin noch. Ich freue mich auch über kleine Dinge, aber halt nicht so, ich freue mich so nach innen. Und bei ihr ist es so schön zu sehen, wie sie das mit anderen teilt. Und das ist so ansteckend, dann ist man auch sofort glücklich. Und das, also wir hatten nie Momente, wo wir richtig schlechte Laune hatten, weil dann irgendeine Kleinigkeit kam. Und dann ist Ann-Kathrin einfach so happy ausgeflippt. Und es ist einfach so ansteckend und so schön und gar nichts Negatives. Und es ist so schade, dass diese Art viele Menschen verloren haben. Also ich kann euch nur sagen, es ist überhaupt nicht nervig, sondern wirklich ein Geschenk, wenn man das so behalten kann. Und wenn man andere damit dieser Freude anstecken kann. Also ich glaube, das war echt Schicksal, dass wir zwei uns da irgendwie getroffen haben und so ein Match sind, weil das halt einfach perfekt passt. Und die Menge an Projekten, das Volumen an Dingen, wo du anmerkst, bremsen zu müssen, kommen diese Probleme mit der steigenden Reichweite? Das muss ich erstmal kurz in meinem Hirn verarbeiten, was du genau damit meinst. Ich würde sagen, nein. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, das wird uns, also diese Zeit wird uns einfach ein Leben lang mit Reichweite zu verbinden. Tun. Und egal, was kommen mag, sowas erlebt man halt nicht einfach so mit jemand anderen oder kann das wiederholen oder ja, was weiß ich. Das ist halt eine Chance, die hast du wahrscheinlich einmal im Leben, ziemlich sicher sogar. Und Seven vs. Wild ist meist nur einmal im Jahr. Die hast du mit jemandem teilen können und das verbindet dich so unendlich und es ist so schön, wenn man weiß, dass man ab jetzt für immer so eine Freundin hat, mit der man sowas erlebt hat. Das ist krass. Ann-Kathrin, ich hab dich echt
lieb und bin so froh, dass wir das gemeinsam hier gemacht haben. Danke, danke, danke. Guck mal hier, wir machen es uns wieder gemütlich. Sascha, wink mal. Wink mal für die Mama. Hallo. Wink mal für die Mama. Für die Mama. Ich will klein gehen, gell? Tu mal die Oma winken tun. Ich gehe hier vor. Ich denke mir, krass. Das ist... Das Rudel war hier. Das Wolfsrudel. Oha. Und verdammt, wie viele Spuren sind das überall verteilt. Geil. Guckt euch diese Wolfsspur an. Geil. Diese Krallen. Aber ich glaube wirklich, Sascha, meine Theorie ist wirklich, wir haben unser Revier markiert, er hat drüber markiert. Die Wölfe haben hier gejault, gemacht. Mit der Schnecke, mit der Kackschnecke. Getan, aber sie haben es akzeptiert. Sie haben uns als den Rangoberen akzeptiert. Ja, glaube ja. Und sind dann weggeblieben. Sind einfach weggeblieben. Weil die gemerkt haben, den beiden ist alles scheißegal. Die bleiben. Nee, die haben gemerkt, die stinken ganz schön. Die riechen richtig ekelhaft. Und da haben die Wölfe gesagt, Alter, wenn da zwei so eine Kojoten rumlungern, die so ekelhaft stinken, mit denen können wir uns nicht anlegen. Das sind zwei ganz üble Burschen. Meine Theorie. Bleiben da. Da ist nichts zu machen. Wir ziehen Schwanz ein, wir gehen. Und wahrscheinlich sind sie jetzt drüben. Die Schnecke hat die Rangordnung akzeptiert. Bei Romatra. Und probieren da ihr Glück. Romatra ist schon raus. Jetzt hier präsentiert von dem Allerechten. Oh. Zwei Wochen Konstruktionsarbeit in meinem Kopf. Die Lage analysieren. Was kann man hier machen und was nicht. Das hier ist echtes Survival. Ist echtes Survival und ist der Wunschgedanke gewesen, das hier zu bauen. Eine Angel. Ich nenne sie die Instant Fisherman 2.0. Und ich erkläre sie euch jetzt im Detail. Wir starten hier. Von der Nylonschnur geht's rein in einen Wirbel, der das große Gewicht hält. Das große Gewicht. Kann ich nicht sagen, wie viel das sind. Ich würde schätzen 30 Gramm. Ein 30 Gramm Blei, das wir von unseren Angelnetzen haben. Geht weiter zu einem Stahl. Einfach ein Stock mit Angelschnur rum. Ohrfach. Wir angeln im verdammten offenen Ozean, wo verdammte Orcas schwimmen, wo verdammte Barracudas sind. Und wenn wir einen fangen, dann ist die Instant Fisherman. Ich habe auch noch nie jemanden mit so einem großen Stück Blei angeln sehen. Ein 2.0, das Gerät des Jahrtausends. Achtung, weiter geht's. Und warum das schwere Blei? Damit wir weit rauskommen. Wir müssen weit raus. Bei uns sind keine Fische. Ja. Wir müssen so weit raus. Wir haben den Ozean beobachtet, analysiert. Mit dem Stock weit raus. Es ist kein einziger Fisch, großer Fisch, nah ans Ufer gekommen. Es gibt neue Lösungen, wir müssen weit raus. Deswegen hier, das genommen von unseren Angelnetzen, extra abgeschnitten, um die Hoffnung hier nochmal auferleben zu lassen, dass wir weit rauskommen. Wir haben hier einen Drillinghaken. Ja. Vielleicht kann man es, ihr seht hier, drei Haken. Es ist ein sogenannter Drilling. Digga, und in diesen Drilling haut er drei Fische rein und noch irgendwelche Würmer? So einen richtigen Klumpen an... Also ich weiß nicht, wir hatten das ja in der letzten Folge, glaube ich, schon... Ich bin ja der Meinung, der Gummifisch, den du normalerweise da reinmachst, den ziehst du ja durchs Wasser und der imitiert ja einen lebenden Fisch. Teilweise, wenn du da so jiggelst oder sowas, dann vielleicht auch einen schwachen, einen kranken Fisch. Aber das ist ja einfach nur ein Klumpen. Und ich habe hier noch einen ganz speziellen Köder, und zwar der, der noch einen Nussduft abgibt. Das heißt, ist der ein oder andere Gourmetfisch unterwegs und sagt, Knoblauch nicht, aber das Nussige, dann lutsche ich den mal ab, hängt der am Drilling. Ja. Ich finde, dieses Nest sieht wirklich so aus, wie wenn kleine Fische sich gerade am Grunde und durch die starke Strömung im Pazifik sieht das aus, wie wenn die gerade am Grunde sind. Und ich glaube, das ist der absolute Leckerbissen. Ich glaube, diese Angel, dieser Köder kann fangen. Und zwar nicht nur kleine Fische. Das ist der letzte Versuch. Der Traum ist, heute ist Donnerstag, Samstag reisen wir ab, dass wir morgen Abend und satt fressen und hier satt rausgehen. Die Instant Fisherman 2.0. Instant Fisherman 2.0. So hätte eigentlich auch die Folge heißen können. Lass noch einmal was drin sein. Boah, wie gestern, ganz leicht. Ganz leicht. Wir haben das Ding leer gefischt. Ich sag's dir wirklich, hier ist nichts mehr los in dem Gewässer. Man sieht es schon. Sascha, nichts glänzt. Du musst dir enttäuschen, wir müssen Cashern gehen. Das ist nichts drin. Du musst dir enttäuschen. Sonst hat man es immer... Oh! Oh, 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 oh. Ja! Noch ein kleiner. Fisch, 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 40 Fische, 40 Fische, 40 Fische, Fisch aus Fritze, Fische, frische Fische, 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 frisch aus Fritze. Wir haben wieder einen. Jetzt ist die Flut kurz vor Sonnenuntergang da. Jetzt blickt kein Schwein mehr durch. Jetzt klettern wir wirklich noch Tag 13 die Felsen hoch und klettern über die Berge. Wirklich über die Berge drüber und versuchen so rüberzukommen. Wow. Leider hat uns die Flut heute mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was das Cashen betrifft, das heißt, keine Fische, kein Essen, der kommt jetzt.
Komm, jetzt die Fisherman 2.0. Jetzt hummen auch den Barracuda raus hier. Bitte, lass das Ding weit rausfliegen. Bitte, wenn meine Kalkulationen richtig sind. Wir gehen zum großen Stein. Da wird es stattfinden. Oh, ich bin so nervös. 2 Wochen lang darauf hingearbeitet. Auf this moment. Endlich da weit rauszukommen. Und der ist bei diesem Sonnenuntergang. Wahnsinn. Cutter, spielt spannende Musik ein jetzt. Das kannst du alles keinem mehr erzählen. 3, 2, 1, Feuer frei! Die Fisherman 2.0, Alter. Stock mit Schnur drum. Sascha, Mensch. Hat mir so gewünscht, ehrlich. Ja. Ich dachte, weißt du, es funktioniert, dann rollt es so schön. Ich gehe so mit und alles rollt so sauber ab. Ja. Leute, er hat 2 Wochen drauf hingearbeitet. Mann! Schade. Vielleicht eher so, weißt du, und so abrollen. Das mit der Hand. Ja. Da kommst du halt nicht so weit. Ja! 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 Ja, Mann! Es hat geklappt! Ja! Es hat geklappt! Gut. Ja! Weißt du, wie ich jetzt erleichtert bin, dass sowas geklappt hat? Ja. Okay, und morgen? Vielleicht der Barracuda oder der Dings, Bermuda. Wir werden sehen. Jetzt noch festmachen, dann Abfahrt. Jetzt wird schon langsam finster. Dann heißt es Camp vorbereiten und ja, den vorletzten Abend genießen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Alter. Ich habe jetzt gerade hier einen Ast abgesäbelt und säge jetzt hier noch ein bisschen weiter. Und das ist eine Katastrophe, ey. Scheiße, dauert so lange. Und sag mir jetzt bitte nicht, das wird der Pfeil. Sag mir jetzt bitte nichts für der Pfeil. Dann mache ich mich daran, meinen Pfeil zu. Ich kann das nicht mehr. Basteln. Ich weiß selber noch nicht genau, wie ich mir das vorstelle. So mega gerade ist der Salat hier auch nicht. Aber ich will einmal jetzt diesen Bogen fertig bauen, weil ich habe mir das so in den Kopf gesetzt. Ja, dieser Ast, der verkrüppelste Ast, den sie finden konnte, mit irgend so 3 Knicken drin. Hier noch ein Loch. Tag 2 habe ich angefangen. Und wenn ich mir aus dem Kopf setze, muss ich das Ding auch bis zum Ende durchziehen. Das heißt, Tag 13. Das ist der verkrüppelte Stock, der überhaupt rumliegt. Also hier ist 1 Knubbel drin, 2. Knubbel drin, 3. Also 4 Knubbel drin. Hier unten ist auch noch 5. Knubbel. Von krumm nach schief, daumendick. So, ganz stolz habe ich hier jetzt. Junge, das ist eine Waffe hier. Dong, dong, da kann mir keiner mehr was. Na, wobei, wahrscheinlich brauche ich die einfach direkt durch. Eigentlich war mein Plan ja hier ein Speer zu basteln, um die Lachse in den Flüssen zu erlegen. Aber das Ganze hat sich jetzt auch getan, seitdem hier kein Fluss ist. Hey, Brudi. Hallo. Und mein Plan ist dementsprechend jetzt einfach diese Spitze dafür zu nutzen, die hier vorne irgendwie so reinzuballern und dann mache ich die da irgendwie fest. Also, wir haben uns jetzt dafür entschieden, einmal eben mit dem Multitool da ein Loch reinzusäbeln. Und jetzt bin ich ganz fleißig dabei, hier nach und nach den Faden rumzuwickeln, denn irgendwo für muss die Angelschnur ja gut sein. Ja, geil. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass das eine 10 von 10 wird. Und was sagst du, wie weit der fliegt? Ich gebe dem Ganzen 1/2 Meter. Das Ding fliegt gar nicht. Was soll denn da fliegen? Der Bogen hat doch gar keine Spannung. Das Ding fliegt rückwärts maximal. Ja? Boah, süß. Hannah glaubt an mich. Ja. So, Leute, der Bogen ist fertig. Jetzt wird hier getestet. Fertig, warte, guckt den euch noch mal von nah an. Ey, ich war selten so stolz auf was. Sieht das geil hier, aus? Hier oder die Einkerbe, zeig mal. Ja. Genau. Und hier hinten habe ich auch noch eine gebastelt. Da hat sie hinten auch noch eine gebastelt, mir ein bisschen geholfen. Und jetzt ist das ganze Projekt hier. Ich sag... Magst du nicht da lang schießen? Achso, ich dachte in den Baum rein. Achso, ja, dann schieß also, ich sag ehrlich, der wird niemals in den Baum reinfliegen, weil das so ein Scheiß ist. Ja, ich glaube aber mit Dyneema, das ich ist glaub, halt auch... Weißt du, was ich sag? Der fällt einfach gerade runter. Kann sein. Dyneema ist aber Dyneema ist halt blöd für Bogendings. Okay, er fliegt gar nicht. Er fliegt gar nicht. Natürlich fliegt der nicht. Was soll denn da fliegen? Woher soll denn da was fliegen? Wie denn? Weil einfach du keine Spannung zusammen. Das ist ein Deko-Ding doch. Hä? Junge, das war 1 Meter. Warte, wir machen das Ganze nochmal. Wir brauchen ein anderes Band. Hä, ich fühle den komplett. Okay, warte nochmal. Du musst halt richtig ziehen. Ja, es ist auch das Holz. Das war Tag 13, das war mein Muskel. Das Holz... Geil, ist auch so um die Sehne drumrum.
gibt halt auch leider gar nicht nach, so dass man halt null Spannung bekommt. Ich will auch probieren. Okay. Okay, zieh durch, Hanna. Zieh durch. Sag ich doch, das Ding fliegt sogar rückwärts. Das Ding ist gerade original rückwärts geflogen. Nicht in die andere Richtung. Geil. Ja, was machst du denn? Halt erstens ist es zu locker und zweitens null Spannung. Ja, wir brauchen anderes Band und einen anderen Bogen, aber egal. Kannst du zu Hause dann? Ja. Alter, so um die Sehne mit der ganzen Faust, so um die Sehne. Oh Mann, ey. Wieder rückwärts. Naja. Halber Meter rückwärts. Oh, ich stech ihn nicht selber, Junge. Okay, das ist richtig gefährlich. Oh mein Gott, mach es doch nicht nochmal. Hilfe. Okay, zieh durch. Ha. Moin. So, es ist jetzt wieder Schlafensgezeit. Heute, ich glaube, so spät gehen wir nicht oft pennen. Nee, der Tag ging ja so fix rum. Genau. Und soll ich euch was sagen? Heute schlafen wir ein, dann machen wir morgen auf und dann ist einfach nur mehr morgen und dann schlafen wir nochmal ein und dann machen wir auf und dann ist die Abholung. Alter, das ist so crazy. Ich kann's nicht glauben. Morgen, Tag 14. Krank. Einfach nur krank. Ja, wir sagen jetzt gute Nacht. Wir schauen, dass wir ganz, ganz lang morgen im Bett bleiben, damit dann die Zeit ganz schnell vergeht. Und jetzt ja, schlaft gut. Schlaft gut. Tschüss. Gute Nacht. Thema Masturbation, Freunde. Habt ihr euch vielleicht schon mal Gedanken gemacht? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht darüber? So allgemein ja, tatsächlich. Wir nämlich auch, Freunde. Nee, Spaß beiseite. Wir haben uns die letzten Staffeln irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht haben es auch schon die anderen Teilnehmer dieses Jahr irgendwie angesprochen, wissen wir nicht. Aber ich persönlich habe mir die letzten Staffeln immer irgendwie Gedanken darüber gemacht, wenn man jetzt hier ist, ja, egal ob jetzt 7 Tage oder 14 Tage, hat man dann Bock, sich den auf gut Deutsch den abzumelden? Scheiße, Bruder. Ja, das aber ist eine wichtige Frage. Genau. Das stimmt. Und jetzt kommen die zwei Mythbuster, Dominik und Kevin, hä? Kommen da jetzt um die Ecke, Freunde. Und wir werden es für die Wissenschaft, werden wir es jetzt rausfinden. Am 13. Tag kratzen wir es. Hä, wie rausfinden? Das weißt du doch, ob du Bock drauf hast oder nicht. Ich nehme nochmal jede Energie, die wir haben, zusammen und werden es versuchen, Freunde. Wir werden es versuchen, für euch. Wir machen es nicht für uns, wir machen es für euch. Das fühlt sich. Hä, aber wenn es darum geht, ob man darauf Bock hat oder nicht, das können sie doch jetzt beantworten. Bin ich bereit dafür, oder? Ja. Die zwei Milfbuster. Ich möchte aber noch eine Frage dir stellen. Mhm. Weil, wie ich dich kenne, habe ich das Gefühl, dass das nicht jetzt das erste Mal sein wird, dass du hier einen dir abwächst. Ist das schon mal geschehen? Das möchte ich noch nicht sagen. Guck dir dieses Face an, Alter. Dieses Face hat mindestens zweimal täglich abgemolken, Alter, so wie das aussieht. Das sage ich dir danach. Wahnsinn. Ja, bodenlos, wirklich. Wahnsinn. So, genau, wir geben uns erstmal die Hand. Auf eine gute Wichsung. Zu landen. Wir treffen uns an dieser Stelle. T-10. Zu Sonnenuntergang. Oder so. 10 Minuten nur? Wir schauen mal. Okay, machen wir das so, wenn man fertig ist, dass man kurz einmal ruft oder so? Nee, ich gehe einfach. Wenn man fertig ist, dass man kurz einmal ruft. Der andere Kollege ist gerade noch voll dabei, konzentriert sich und dann hört er so von dem anderen so, jo, ich bin fertig. Base und dann Ruhe. Okay, dann kurz auch jeder für sich. Ja, ja. Okay. Okay, Rücken an Rücken, ja, und jetzt jeder so 100 Schritte oder so. Es geht los. Okay. 100 Schritte und dann drehen die sich um und wichsen oder was. Und gucken sich dabei noch in die Augen. Okay, dann machen wir es mal. Für die Wissenschaft! Für Sam vs. Wild! Meine Freunde, das ist wirklich das Erbärmlichste und Ehrenloseste nach meiner komischen Ganzkörperwaschung, was ich jemals gemacht habe. Aber wir machen es jetzt. Ey, wenn hier jetzt irgendwo ein Bär ist, dann kratzt wirklich komplett, Leute. Ich glaube, hier vorne könnte sein. Ja, ich glaube hier. Was hier? Hey, Bär! Ich glaube, hier ist ganz gut. Digga, wenn wir jetzt einen Bären treffen, Alter, dann habe ich ja alles gesehen. Oh Mann, ey. Oh, Freunde. Jetzt aber auch mal die Kamera laufen lassen. Auf Ehre. Das klingt vielleicht wie ein Joke, aber wir machen das hier wirklich für die Wissenschaft. Ja, ja, genau. Unsere Energie ist richtig low. Mein Körper fühlt sich richtig schlapp. Heute ist wirklich. Boah, ich bin auch komplett aus Atem gerade. Heute ist wirklich komplett Krise. Okay. Das hier ist der Spot. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Bis gleich. Und? Also ich muss sagen, es war körperlich ein halber Waldmarsch für mich. Mich der ganze Körper am Arsch. Und ich glaube, ich hätte ein mittelgroßes Familienhaus löschen können.
Wisst ihr, was ich gefeiert hätte? Wenn die einfach aus Survival-Sicht wegen Protein sich gegenseitig ins Maul gespritzt hätten. Für die Wissenschaft. Das ist so scheiße alles. Ich hoffe einfach, dass keiner die Folge guckt. Mein Junge, das sieht einfach deine Family und meine auch. Ja, zieh du raus mit dir. Ich bin noch ein Stück weiter gegangen dadurch. Und da habe ich dann so ein Ding gefunden, da war so Moos so ein bisschen so höher. Da habe ich mich richtig schön hingelegt einfach. Du hast dich hingelegt? Ich habe mich richtig schön hingelegt. Boah. Ich habe richtig gelebt da drüben wie ein König. Krass, ne? Alles, was ich hier sage, ist ein Scherz auch, by the way. Nee, no. Wie? Das ist nie in echt passiert. Ich habe das nie gemacht. Ach so, es ist Satire, ja, ja, natürlich. Ich muss sagen, bei mir kam jetzt nicht so viel raus. Liegt aber auch daran. Da jetzt kann ich ja das Geheimnis lüften. Lüftet es mal. Es ist tatsächlich schon vor dieser Aufnahme schon irgendwie so 3 oder 4 Mal passiert. Oh, gerade so oft. Ja, normal. Aber wann? Das frage ich mich, weil eigentlich chillen wir immer zusammen. Nee, wenn du gepennt hast einfach. Du hast voll auf gepennt, Bro. Und dann liegst du neben mir und willst... Nein. Ich bin aufgestanden, so wie jetzt einfach. Ach, crazy. Da habe ich so krass gepennt, oder wie? Ja, immer. Du hast übel lange gepennt. Bin ich schon aufgestanden, hast mir gemütlich gemacht und dann ging es ab. Ja, Freunde, also... Das Rohr ist noch in Funktion. Was haben wir hier versucht zu beweisen? Ich weiß, da du es ja schon 4 Mal gemacht hast, hä? Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber uns ist für Tag 13 wirklich gar nichts anderes eingefallen, was wir aufnehmen können. Alter, ey. Ich frage mich die ganze Zeit, was die den ganzen Tag machen. Dabei wichsen die sich den ganzen Tag ein. Also Fakt ist, man kann in der Wildnis nach 14 Tagen nichts essen. Kann man noch im Notfall wichsen, wenn es sein muss. So, in dem Sinne, da möchte ich mich an der Stelle nochmal bei allen... Ja, grundsätzlich bei allen Leuten entschuldigen, aber vor allem wichtig ist, dass du ein halbes Einfamilienhaus ablöschen kannst. Das ist schon wichtig. Wissenschaftlern. Vor allen Dingen natürlich auch bei der weiblichen Community und bei meiner Familie. Aber es geht noch. Gut. Ich meine, Leute, das ist eine natürliche Sache. Oder? Ja. Müssen wir uns nicht schämen. Der Trieb. Wir sind Menschen. Und ich würde auch fast sagen, ich bin viel entspannter jetzt. Ja, ich bin lockerer jetzt. Oder du hast schon 4 Mal. Jetzt können wir schön den Abend ausklingen lassen. So machen wir das. Machst du den Wein auf? Ich mach den Wein auf. So die Käseplatte. Supi. Oh, supi. Ja, okay, gut. Dann. Naja, aber wenigstens mal was Neues, Spannendes passiert. Finde ich gut. Dann sehen wir uns zum Gute Nacht-Gruß. Ciao. Oh. Ja, Freunde, ihr seht's doch schon, wie es ist. Es ist dunkel. Ja, wir gehen jetzt pennen. Ich kann's nicht fassen. Es ist das letzte Mal in diesem gottlosen Shelter. Morgen ist der große fucking Umzug. Oh mein Gott. Alter. Da wird noch eine Nacht am Meer gepennt. Und die Orga hatte Angst wegen Brandgefahr. Ja. Wobei man sagt, das Feuer einfach ausgewichst, Alter. Das Shelter hat uns gute Dienste geleistet, ja, ne? Ja, muss man echt sagen. Also, es hat zwar jetzt nicht... Hat halt einfach auch nicht geregnet, 14 Tage lang. Wow. Krass geregnet zum Glück. Aber so diesen kleinen Regen und den Tau früh immer krass abgehalten. Also, wirklich, Gott bless diese Shelter. Ja. Freunde, es knallt und kracht hier komplett gerade. Wir haben gerade wirklich... ungelogen 2 Stunden nur durchgewichst. Über Essen geredet. Mhm. Dominik hat irgendwie erwähnt, dass er irgendeinen Krautsalat möchte. Ich habe so einen Nudelsalat, den ich essen möchte. Digga, einen Kartoffelbrei. Wir haben beide so Hunger. Junge, es ist so scheiße. Wir haben so Hunger einfach nur. Es ist so scheiße. Aber nicht mehr lange. Ja, nicht mehr lange. In guten 36 Stunden sind wir hier raus aus der Scheiße. Sitzen im Boot und fahren los. Digga, Gott bless. Gott bless, wir haben es fast geschafft. Ich kann es nicht fassen. Gott bless, was ist Gott bless? Das fühlt sich surreal an. Ich hau mich hin. Wir gehen schlafen, Freunde. In dem Sinne. Gute Nacht. Bis morgen zum großen Umzug. Seven vs. Wild Teams. Sehr schön. Also, Däumchen nach oben. Das war Folge 15.